So denkt diese Person über dich. Das schauen wir uns jetzt an. Und in diesem Sinne, hello, hello, Sunshine und willkommen zu einer neuen Legung. Heute geht es um ein Gegenüber und ich werde mal reinschauen, quasi einen Gedankenblick, wie dieser Mensch jetzt gerade über dich denkt, ja? Oder heute über dich gedacht hat. Also, wichtig, meine Videos sind alle zeitlos. Wenn du draufgeklickt hast, ist es ein Zeichen. Dann sollst du es vielleicht sehen. Und wir starten auch direkt rein. Schaut bitte, ob ihr in Resonanz geht, ja? Das spürt man, wenn man sagt, jo, das ist meine Legung heute. Und dann natürlich auch gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Botschaften zu verpassen. Was denkt dieser Mensch über dich? Königin der Kelche. Das ist ein wunderschönes Bild von einer Frau, was man hat. Und wichtig, ich lege ja immer aus Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut, ne? Wenn es umgekehrt ist für euch oder so, münzt euch die Geschlechter bitte so, wie es braucht. Hier liegt jetzt eine Frau, von der man sagt, wow, die sieht wunderschön aus, die hat eine ganz tolle Art an sich. Die Königin der Kelche, das ist vor allen Dingen auch eine Frau, die ist sehr intuitiv, ja, die ist sehr im Gefühl. Königin der Kelche, die bietet Sicherheit. Bei der Frau fühlst du dich wohl. Du könntest auch sehr kreativ sein oder spirituell kommt mir rein. Sie ist Ritter der Kelche, zeigt sich. Da ist er. Da ist der Mensch, auf den du schaust, ja. Und dieser Mensch könnte jünger sein als du. Denn er ist der Ritter. Und du bist die Königin, stehst quasi eine Stufe über ihm. Und er hat heute gedacht, dass er, der Ritter der Kelche, diese beiden Karten sind ja zusammengefallen, sehr inaktiv ist. Er ist sehr zurückhaltend dir gegenüber. Und er könnte darüber nachgedacht haben, das zu ändern. Mit den vier der Schwertern ist das hier nämlich so eine Energie von, oh, etwas ist erschöpft, ja, 222 hier auf der Uhr. Eure Verbindung ist vielleicht auch erschöpft, kommt mir rein. Und bedarf einen Neuanfang. Der Narr, er möchte sich wieder so unbescholten, so unbeschwert verhalten dir gegenüber. Dieser Mensch denkt hier wirklich über einen Neuanfang nach in Bezug auf euch beide, weil... Seht ihr das? Er ist kartenbildtechnisch dir zugewandt. Er hat sogar was dabei. Ja, ein Strauß Rosen. Also ganz ehrlich, ich bringe nicht jedem hier einen Strauß Rosen mit. Das mache ich wirklich nur, wenn ich die Person sehr, sehr schätze. Und was ganz signifikant ist, du machst hier gar nichts. Siehst du das? Du hast so die Hände hochgemacht und hast gesagt, du, ganz ehrlich, wenn du kommst, dann kommst du. Und er kommt scheinbar. Der Ritter der Kelche steht auch für eine Einladung, für ein Date. Hier darf was getan werden. Darüber denkt er nach. Okay, was noch? Dieser Mensch, an den du hier jetzt gerade denkst, in diesem Moment, was denkt er? Es ist jetzt bald soweit. In ein paar Tagen will er vielleicht hier den Neuanfang in die Wege leiten. Dieser Mensch möchte bald etwas ändern. Der 12., 13., 19. und 20. könnte auch eine Relevanz haben hier, dass diese Tage tatsächlich eine Rolle spielen. Ja? Funkstille. Diese Funkstille, das ist der Rückzug, von dem ich gesprochen habe. Das soll nicht mehr so sein. Mir kommt hier ganz deutlich rein. Bald möchte man etwas unternehmen. Bald möchte man hier zum Beispiel auch etwas reparieren. Ja? Hier ist irgendetwas kaputt gegangen. Make my move, höre ich. Hit me one more time. Mir kommt hier so ein Lied rein gerade, denn dieser Mensch hatte eine Erkenntnis in Bezug auf dich. Könnte sogar sein, dass er Schuldgefühle hat. Man schaut zurück und merkt, oh oh. Aha. Was auch immer das für eine Erkenntnis ist. Da würde ich gerne mal Tarot fragen. Was ist denn das hier für eine Erkenntnis, die dieser Mensch hatte in Bezug auf dich? Und mit den Kelchen hier oben habe ich hier tatsächlich Liebe. Also, dass es hier heute um eine Liebesbeziehung geht.
Ja, weil es könnte natürlich auch dein bester Freund sein, dein Bruder oder so. Aber ich habe hier schon die Liebe drinne, ja, weil wir haben zweimal die Kelche. Welche Erkenntnis hatte er? Ass der Kelche, wieder die Liebe, die Gefühle, sie sollen wieder fließen. Der Sieg, sechs der Stäbe. Eure Herzebene, ja, eure Gefühle füreinander dürfen hier wieder erfolgreich gelebt werden. Wir haben die Stäbe und das ist ja die Aktivität, ja. Das kommt mir ganz deutlich hier rein. Ich glaube, jemand hat erkannt, was er an der Königin der Kelche hat und erkannt, was ihm fehlt, wenn die Funkstille herrscht. Und hier war höchstwahrscheinlich lange Funkstille zwischen euch. Ich habe hier auch nicht nur so 2 Tage drinnen, die mir reinkommen, sondern schon eine längere Zeit. Bald, in ein paar Tagen, schmeiße ich das Handy wieder an und schreibe dir. Bald, in ein paar Tagen, hebe ich dieses Ghosting auf. Ja, jemand war vielleicht auch längere Zeit offline, kommt mir rein. Gewollt nicht verfügbar. Hat hier vielleicht, ja, die Routen. Hat dich vielleicht auch geghostet, ja, dafür gesorgt, dass hier Stille herrscht zwischen euch beiden. Wow. Die Dame. Gleichzusetzen mit der Königin der Kelche. Und die Dame, die erwartet etwas. Sie bewegt sich aber nicht. Die Dame in den Lennies, ja, sie erwartet irgendeine Geste, irgendein Geschenk, ja, sie guckt ja schon so wartend aus dem Fenster. Es könnte sein, dass du sogar irgendwie intuitiv als Königin der Kelche spürst, dass da was kommt von ihm. Ja? Vielleicht tust du bewusst nichts aktuell, weil du sagst, nein, wenn, dann kommt er. Ja, ich mache hier gar nichts. Und das kommt an. Kann sogar sein, dass ihr telepathisch irgendwie kommuniziert, kommt mir rein. Fakt ist, ihr hattet einen Streit. Hier gibt es einen Konflikt, hier gab es vielleicht sogar eine hitzige Diskussion mit den Routen. Die zeigen auch an, da kommt was, ja, vorbereiten. Der Mensch hat eindringlich über die Worte nachgedacht, die du da mal gesagt hast. Mir kommt rein, dass es sogar ein ganz bestimmter Satz war, der ihn so ein bisschen wachgerüttelt hat. Vielleicht hast du den auch gepostet, ja, online irgendwie unter einem Bild oder so, so zweideutig. Ich brauche Zeit für mich, um mir über alles klar zu werden. Das alles ist zu intensiv. Eure Verbindung hat ein ganz, ganz, hier ist eine ganz, ganz starke Intensivität, ja. Wir haben zweimal die Kelche und dazwischen das Band. Und wenn wir Kelche haben, dann ist das sehr emotional. Also das geht schon tief rein hier mit euch beiden. Da ist so viel offen zwischen uns. Bald, bald möchte ich wieder da anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Denn hier sind noch viele ungeklärte Dinge zwischen uns. Wir haben gewisse Dinge noch gar nicht besprochen, geschweige denn uns überhaupt geeinigt, was wir sind. Was sind wir eigentlich? Sind wir noch was? Das haben wir alles nie geklärt. Fakt ist, ich hatte eine Erkenntnis und ich wünschte, ich hätte dich besser behandelt. Ich wünschte, damals hätte ich vieles anders gemacht. Ich denke darüber nach, mich bei dir zu melden. Alles in meinem Leben ändert sich gerade. Dieser jemand überlegt, wie gesagt, hier die Funkstille aufzuheben. Du hast höchstwahrscheinlich keinen Kontakt zu diesem Menschen, ja? Er hofft aber darauf, dass hier die Liebe zwischen euch noch mal fließen kann. Ja, das Ass der Kelche im klassischen Tarot ist ein Kelch, wie ein Krug, und da läuft die ganze Zeit Wasser raus. Also da läuft ganz viel Wasser oben rüber über den Rand, ja. Es darf hier wieder flowen zwischen euch. Okay, darüber denkt dieser Mensch also nach. Was noch? Welche Situationsenergie haben wir denn jetzt hier in Bezug auf dich? Welche Situationsenergie?
sind aber jetzt viele. Ich nehme nur die. Ach komm, wir nehmen sie alle. Die haben sich auch noch gedreht. Leidenschaft. Ich komme einfach nicht von dir los. Und ich habe es ja eben schon gesagt, ja? Kelche bedeuten Liebe, bedeuten Leidenschaft. Hier ist viel, viel zwischen euch. Vielleicht auch vieles, was man gar nicht so beschreiben kann, erklären kann. Wir müssen die Vergangenheit ruhen lassen und ganz neu anfangen. Es hat sich vorhin der Neuanfang mit dem Ast der Kelche reingelegt. Neuanfang und die Gefühle flowen lassen. Das wünscht er sich, darüber denkt er nach. Lass uns diesen alten Kladderadatsch, ja, diese Zeit, in der ich dich nicht gut behandelt habe, das, was mir jetzt klar geworden ist, bitte einfach vergessen. Wir leben in verschiedenen Welten und doch sind wir uns so nah. Es ist, als wärt ihr gerade nicht beieinander und würdet euch trotzdem berühren. Vielleicht hast du manchmal sogar das Gefühl, dass er dich berührt. Stehst in der Küche und dann, ne, von hinten. 11:11. Bei mir auf der Uhr. 1:11:11. Das ist der richtige Weg. Vielleicht stehst du manchmal in der Küche und hast das Gefühl, da ist jemand gewesen. Ja? Oder deine Träume sind sehr lebhaft in Bezug auf ihn. Ihr seid connected, sagt er. Auch wenn ihr nicht beieinander seid, ihr haltet trotzdem irgendwie eure Hand. Ihr habt einander noch nicht vergessen. Denn ich würde jetzt so gerne mit dir zusammen sein und dich vielleicht auch küssen. Dich in den Arm nehmen. Dich riechen. Dich einfach wieder bei mir haben. Du und ich. Dich hochnehmen. Vielleicht hat dieser Mensch das mal gemacht, dass er dich so auf den Arm genommen hat oder dich so gedreht hat oder dich so, ne, aus Scherz so rumgeschleudert hat oder sowas. Es könnte sein, das kommt mir hier gerade rein, es gab einfach wunderschöne Momente zwischen euch und man sieht, dass alle Personen auf diesen Karten zusammen sind. Sich festhalten oder einander umarmen. Ja? Die Zahlen könnten auch relevant sein. 25, 17, 27 und 24. Okay. Was geht diesem Menschen durch den Kopf, wenn er an dich denkt? Jetzt gerade. Was gibt es hier zu sagen? Und diese Orakelkarten gibt es übrigens online im Shop. Den habe ich euch verlinkt unter dem Video. Der Herbst, September bis Dezember, da sagt er hier, hallo, wir hatten schon mal eine Zeitkarte und zwar bald, ja, bald, bald, sagt er, und zwar im Herbst, September bis Dezember. Auf diesen Zeitraum möchte diese Person hinweisen. Vielleicht war, wow. Es gibt zwei Baldkarten in dem ganzen Deck hier. Und zwar eine in ein paar Wochen und die andere in ein paar Tagen. Und der Herbst hat sich gezeigt. September, den haben wir ja jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hochgeladen habe. Absolut stimmig. Ich würde mal sagen, die nächsten 2 bis 3 Monate, meine Lieben, könnten sehr, sehr wichtig werden in eurer Verbindung. Also das ist ja jetzt hier schon ein Knaller, ne? Er will dir hier doppelt und dreifach sagen, bald, wirklich. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät, aber ich bin noch gefangen. Ich kann jetzt hier gerade noch nicht raus. Das ist, als wenn du im Gefängnis bist und du weißt, wenn du jetzt nicht da rauskommst, dann fährt sie ohne dich. Weil ihr Auto steht geparkt vor dem Gefängnis. Aber selbst wenn ich wollen würde, wie soll ich zu dir hinkommen? Ich bin ja hier eingesperrt in der Zelle. Er sagt, bitte, bald, 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 bitte vertraue drauf, bald, ich bin bald da. Jetzt gerade bin ich noch gebunden, ich bin noch machtlos. Meine Situation ist gerade so, dass ich keinen Ausweg habe zu dir. Ich wäre so gerne bei dir, wirklich. Und ich denke schon über diesen Neuanfang hier nach, aber irgendetwas hindert mich hier gerade.
Und wenn ich hier raus bin aus dem Gefängnis, dann am liebsten für immer mit dir. Ich kann mir eine gemeinsame Zukunft vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass du für immer an meiner Seite bist, ja? Denn ich hatte diese Erkenntnis und die war schmerzhaft. Ich hatte diese Einsicht, dass ich echt hier was falsch gemacht habe. Nur komme ich hier nicht raus. Es liegt an dem Wärter, ob er den Schlüssel dreht und mich aus meiner Zelle lässt. Es geht hier um irgendwen im Außen. Um einen Umstand, den er nicht beeinflussen kann, soll ich dir sagen. Und deswegen ruft er hier quasi schon ganz laut, bald, bald. Ich weiß, du kannst es nicht mehr hören, aber bald. Okay. Jemand ist gefangen. Es gibt irgendeine Situation oder einen Mensch, der ihn bindet. Ein Umstand, vielleicht ist man auch auf Geschäftsreise in Australien und kann da nicht einfach weg. Ja, oder muss gerade irgendeinen Kurs absolvieren oder schließt bald sein Studium ab und hat dann eine Prüfung, um die man nicht drumherum kommt. Man muss jetzt dafür lernen. Erinnerung. Unsere Seelen erinnern sich an das Zusammensein in einem Vorleben. Nun wird es Zeit, diese zärtliche Begegnung ins Hier und Jetzt zu holen. Es wird Zeit. Bald, sagt dieser Mensch. Ja? Das hier mit euch beiden ist sehr, sehr intensiv. Das ist eine Verbindung, womit er weniger klarkommt als du. Deswegen hat er sich auch als König, als Ritter reingelegt und nicht als König. Du bist die Königin. Es ist ja Page, Ritter, König. Und du hast hier die Situation im Griff. Du bist vielleicht schon reif für diese Beziehung mit ihm, ja? Er nicht, er ist der Ritter. Er muss hier irgendwie noch wachsen. Er muss hier irgendwie noch auf dein Level kommen, sagen die Karten. Er ist noch nicht ganz ready. Welchen Gedanken hatte er speziell in Bezug auf dich heute? Der Stern. Der Stern steht für Heilung, Hoffnung. Ja? Das ist so ein Kurs, der ist vorherbestimmt, den kann man nicht beeinflussen. Er sagt, es wird sich alles fügen, so wie sich's fügen soll. Es kann sogar sein, dass er heute irgendetwas Spirituelles gehört oder gesehen hat. Oder du hast ihm so einen Spruch geschrieben. Ne, so alles findet zusammen, was zusammen gehört oder sowas. Hier ist irgendwie so eine spirituelle Erkenntnis, die dieser Mensch hatte. Vielleicht hat er hier wirklich eingesehen, was du für ihn bist. Oh, der Hund, habt ihr es gesehen? Hundeblick. Kannst du mir verzeihen? Ich möchte treu und loyal sein. Du hast mein Herz. Der Hund steht für die Zuversicht, ja? Das ist so die bedingungslose Liebe. Ich glaube, hier hat jemand was erkannt. Und hier kommt die Sonne hervor nach einem Gewitter. Ja, die Zeit in eurer Verbindung ändert sich hier gerade so ein bisschen. Die Energie ändert sich wegen ihm. Welche Energie liegt denn auf eurer Verbindung? Welche Energie liegt hier aktuell auf eurer Verbindung? Umarmung. Du hast ein perfektes Gegenstück gefunden. Ja? Unsere Seelen erinnern sich an ein gemeinsames Vorleben. Nun wird es Zeit, diese zärtliche Begegnung ins Hier und Jetzt zu holen. Diese zärtliche Begegnung. Man weiß, der andere gehört zu einem. Ich könnte schwören, das ist die Erkenntnis, die er hat. Ich weiß, ich möchte sie. Und ich weiß, es war ein Fehler, sie gehen zu lassen. Es kann sogar sein, dass das Universum ihn irgendwie so ein bisschen zurückhält, dass er hier aus irgendeinem Grund noch ausgebremst wird. Fakt ist, du wartest und du weißt irgendwo tief in dir drinne, hier wird es nochmal Kontakt geben. Hier wird nicht für immer Funkstille bleiben, ja? Du weißt das.
Hier gab es Streit, Diskussion, ja, schon wieder die 1-1. Doppelzahlen könnten ja auch ein Thema sein. Vielleicht versucht dieser Mensch auch über Songtexte oder Doppelzahlen mit dir zu kommunizieren und dir aus dieser Zelle da schon mal Nachrichten zu senden. Vielleicht hast du wirklich in letzter Zeit das Gefühl, immer wenn du ein Lied anmachst, das könnte er sein. Ja? Oder du liest was oder siehst seinen Namen oder auch Doppelzahlen. Da habe ich auch ein E-Book zu in meinem Shop zu Doppelzahlen und was die bedeuten. Zum Beispiel auch, was die 11 bedeutet, ne? Wenn man diese Zahlen häufig sieht. Was wollen die Engel denn hierzu noch sagen zu der Situation? 2020, ja, ich habe das jetzt auch stark in dieser Legung hier. Ja, das Ganze wird erfolgreich sein mit euch beiden. Der Erfolg klopft quasi an die Tür. Vielleicht war es auch notwendig, kommt mir rein, ja, dass du ihn hier vielleicht auch verscheucht hast mit den Routen, dass du gesagt hast, komm, zisch ab, ja, dass es diesen Streit geben musste, damit dieser Mensch hier erkennt, scheiße, hätte ich sie mal besser behandelt, ne, hätte ich mal irgendwas getan. Und das hat jetzt richtig reingeknallt bei dieser Person. Der hat vielleicht sogar Verlustangst, dass du weg sein könntest, für immer. Der wünscht sich einen Neuanfang. Der Hund, der sagt, bitte, ne? Hier ist die Leine, schnür mich an, ich gehorche, höre ich. Ich horche jetzt, aber bitte lass mich nicht draußen schlafen heute Nacht. Ja, aha, aha, aha. Okay, abschließend hätte ich ganz gerne eine Energie, die für dich Relevanz hat. Welche Energie hat für dich hier Relevanz? Die Person, die mir hier zuschaut, welche Energie liegt auf dieser Legung für die Person, die hier zuschaut? Oh, da haben wir sie. Heilung. Es geht um Heilung. Ich habe zweierlei Botschaften. Entweder hast du diesen Menschen geheilt und eure Verbindung geheilt, als wärst du eine Medizinfrau, kommt mir rein. Mit dieser Aktion, mit deinem Verhalten, was auch immer du getan hast, hast du etwas anders gemacht als sonst, hast du eure Verbindung geheilt ein Stück weit. Ja, so dass jetzt wirklich hier dieser Erfolg kommen kann. Oder aber dieser Mensch zehrt sehr von deiner heilenden Energie, kommt mir rein. Als Königin der Kelche wundert mich das nicht. Du hast unwahrscheinlich viel Energie, die du geben kannst. Du bist sehr intuitiv, sehr einfühlsam, sehr liebevoll, sehr heilend. Dieser Mensch sagt, du heilst ihn. Allein deine Anwesenheit, selbst wenn du nichts sagst, allein deine Bilder anzuschauen, dein Lächeln, du hast eine ganz, ganz wahnsinnige Ausstrahlung, sagt dieser Mensch, ja. Und hier geht es um Heilung. Vielleicht hast du sogar heilende Fähigkeiten. Wow. Dieser Mensch steht dir in etwas nach, ja. Es geht darum, dass er hier noch ein Stück weit aufleveln darf. Und ich glaube, da ist dieser Mensch gerade bei, beziehungsweise absolviert das gerade, ja. Weil mit dieser Erkenntnis wird er vielleicht vom Ritter zum König. Und somit ist dann ein Neuanfang auf Augenhöhe möglich und die Gefühle können fließen. 23, 23 bei mir vor Uhr. Okay, meine Lieben, so lassen wir stehen. Das war der Gedankenblick. Ich freue mich über eure Abos. Lasst gerne eins da, damit ihr auch wirklich dann die nächsten Botschaften hier nicht verpasst. Ich lege ja jeden Tag für euch, auch am Wochenende. Und wenn man da dran bleiben will an der Energie, ne? Es juckt ja dann auch in den Fingern. Ja, lasst gerne ein Abo da, Glocke aktivieren. Und dann sehen und hören wir uns morgen. Ich hab euch lieb, Leute, und niemals vergessen, always smile and shine.